Herzlich willkommen zu unserem heutigen Traders Café. Ich freue mich, dass der Maximilian König bei uns ist. Er hat ein Handelssystem auf Wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel, wo er seit Start gut 60% erzielen konnte. Der Start war vor etwa 2,5 Jahren. Ja, und vielleicht am Beginn, Maximilian, die Frage: Wie bist du denn auf dieses Handelssystem TSI Trendstärke mit Börsenampel überhaupt gekommen? Ja, ich war auf der Suche eben nach einem Handelssystem, weil ich die Jahre zuvor an der Börse nicht so wirklich erfolgreich unterwegs war und bin dann in einem Börsenmagazin mal über so eine Trendstärke-Strategie gestolpert, habe gesehen, dass die eine recht gute Rendite erwirtschaftet hat und habe das dann eben für mich selber auch mal untersucht. Stimmt das wirklich? Und was kann ich noch für Modifikationen dran vornehmen, um die dann für mich selber so umzusetzen? Und dann dachte ich mir, wenn ich das System für mich umsetze, kann ich es auch bei Wikifolio veröffentlichen. Ich kannte die Plattform auch schon ein bisschen vorher. Und so möchte ich es eben nicht nur in meinem eigenen Konto umsetzen, sondern eben auch andere Anleger dafür nach Möglichkeit begeistern. Vielleicht damit wir das besser nachvollziehen können, wie sieht denn dein Handelssystem im Detail aus? Also der Name sagt es ja schon, Trendstärke. Das heißt, ich suche mir Aktien aus, die die letzten Monate deutlich besser performt haben als der Gesamtmarkt. Einfach, weil ich davon ausgehen kann, dass Aktien, die in der Vergangenheit besser performt haben, das auch künftig tun. Da gibt es Untersuchungen zu, die haben das bewiesen. Ich habe das auch selber für mich mal untersucht. Und deswegen setze ich eben auf die Trendstärke, gucke mir die Kursentwicklung der letzten Monate an. Und dann werden da eben die Aktien ausgewählt, die da relativ gesehen besser performt haben. Dann vielleicht eine Frage so Richtung Risikomanagement. Ich meine, aktuell, wir sind Oktober 2018, die Märkte korrigieren gerade so ein bisschen runter oder manche sagen auch, es ist ein großer Seitwärtstrend. Wie geht denn dein Handelssystem damit um? Springt da die Börsenampel schon auf gelb? Also eine weitere Komponente in der Strategie ist dann ja die Börsenampel, wo ich mehrere technische und fundamentale Indikatoren drin habe, die dann eben jeweils kaufen oder verkaufen sagen können. Und gerade wenn es am Markt ein bisschen unruhiger wird oder eben jetzt, wie wir eine Seitwärtsphase haben, dann springt der ein oder andere eben mal auf Verkaufen. Und wir können jetzt mal als Beispiel sagen, wenn ein bestimmter Indikator eine Gewichtung von 10% hat und der sagt jetzt statt kaufen, verkaufen, dann würde die Investitionsquote eben um 10% sinken. Und machst du das für jede Einzelaktie oder schaust du da auf eine ganze Branche oder Indizes? Also ich gucke mir Deutschland und die USA an. Für Deutschland nehme ich den MDAX und den SDAX ins Anlageuniversum mit auf, für die USA mit einem der besten Indizes dort den Nasdaq 100 und wähle da dann eben bis zu 16 Aktien aus dem Depot aus. Wenn da jetzt mal eine Reduktion in der Investitionsquote ist, dann handhabe ich das so, dass ich die Aktien verkaufe, die jetzt gerade am schwächsten im Depot aussehen und jetzt nicht dann über alle 16 hinweg da Anteile verkaufen würde. Du hast das vorhin kurz erwähnt, du hast ja schon dein Handelssystem in der Vergangenheit weggetestet. Kannst du uns dabei Statistiken oder Auswertungen sagen, wie gut hat denn das in der Vergangenheit performt? Ja, der Backtest ist für mich wirklich ein wichtiges Element bei der Strategieentwicklung oder auch um zu wissen, ob ich eine umsetzen kann. Weil ich bin davon überzeugt, dass wenn eine Strategie in der Vergangenheit gut lief, dann besteht da eine relativ hohe Chance, dass sie das auch in der Zukunft wird. Und deswegen habe ich das System eben über die letzten 20 Jahre mal untersucht. Und da war das eine jährliche Rendite von ein bisschen mehr als 20%. Das klingt jetzt wirklich viel, gerade wenn man das mal dann langfristig sich ausrechnen würde, was dabei rumkommt. Möchte ich aber auch gerne ein bisschen auf die Euphoriebremse treten, weil häufig ist es eben so, dass solche Backtest-Ergebnisse sich dann nicht dauerhaft in dieser Höhe fortsetzen lassen. Aber wenn ich die nächsten Jahre damit 15% im Jahr erzielen kann, ist das immer noch ein super Ergebnis, was deutlich besser ist als die Rendite vom Gesamtmarkt. Werfen wir vielleicht ein bisschen genaueren Blick dann auch ins Portfolio hinein. Gibt es da so einzelne Lieblingsaktien oder gibt es für dich Branchen, die da irgendwie herausstechen? Und vielleicht kannst du uns auch ein bisschen genauer erklären, nach welchen Kennzahlen oder Kriterien wählst du denn die Aktien überhaupt aus? Also an sich ist mir die einzelne Aktie relativ egal. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, dass ich mich mit dem Unternehmen nicht weiter dann befasse, aber sie sind halt nur ein Mittel zum Zweck, um die Strategie umzusetzen. Trotzdem hat man dann natürlich so ein paar Lieblinge, also die Aktie von Wirecard zum Beispiel ist jetzt seit über einem Jahr im Depot, inzwischen DAX-Mitglied, also würde zur Strategie eigentlich gar nicht mehr hinzugehören, aber hat eben immer noch super Kennzahlen hinsichtlich Trendstärke. Und das war eben auch das Auswahlkriterium. Ich berechne mir dann auf Basis der historischen Kursentwicklung eben meinen Trendstärke-Score. Die Kennzahl, die dafür dann verwendet wird, ist der RSL, also die relative Stärke nach Levy. Mache dann da noch ein paar Modifikationen, dass ich zu meinem eigenen Trendstärke-Score komme. Und das war eben das Kriterium, damals Wirecard aufzunehmen.
Aktuell auch besonders stark ist die Aktie von Borussia Dortmund. Nicht nur sportlich läuft es da gerade gut, sondern die Kursentwicklung gerade in den letzten Wochen, wo es am Gesamtmarkt schlecht lief, konnte der BVB an der Börse immer noch überzeugen. Und deswegen ist es gerade für mich auch wirklich ein richtiger Favorit. Ja, wir haben es vorhin auch schon kurz erwähnt, die Märkte korrigieren ja momentan gerade so ein bisschen hinunter. Wirst du diese Korrektur oder wenn man dann sieht, dass da eine Bodenbildung wieder ist, wirst du das als Einstieg dann auch wieder nutzen? Vielleicht auch im Hintergrund, du hast es auch erwähnt, du schaust ja sowohl auf amerikanische Titeln als auch auf deutsche Titeln. Fällt dir da irgendwie ein Unterschied auf von den Bewertungskennzahlen? Oder wartest du dann einfach, bis die Börsenampel wieder auf grün springt und wäre das eben dann ein Einstiegssignal? Also ich muss da wirklich warten, bis die Börsenampel wieder auf grün springt, weil sonst wäre ja da irgendwie wieder eine subjektive Entscheidung mit drin und das möchte ich nicht. Das wäre so aus dem Bauch raus, weil ich weiß ja nicht, nur weil wir jetzt gerade mal einen Tiefpunkt haben, wird es jetzt wieder nach oben drehen oder geht der Markt nach unten? Da jetzt zu sagen, nur weil wir mal 20% korrigiert haben, wieder einzusteigen und richtig in den Markt reinzugehen und volle Investitionsquote zu haben, ist mir einfach ein bisschen zu riskant, dass ich da dann halt die Börsenampel entscheiden lasse. Mhm. Ansonsten die Kursentwicklung war natürlich gerade in den USA wirklich stark. Also ich will nicht sagen, dass der Nasdaq jetzt echt zu teuer ist, aber wenn wir das mit deutschen Aktien vergleichen, dann ist die Bewertung da eben viel höher, dass wir hier auch noch ein gewisses Rückschlagspotenzial haben und ich deswegen ganz froh bin, jetzt erstmal sagen zu können, wir halten ein Viertel Cash und da fühle ich mich auch ganz wohl mit. Vielleicht ganz kurz noch zur Börsenampel nachgefragt, sind da auch so Trendfolgeindikatoren drin oder du hast vorher diesen RSI nach Levi genannt, nur grob, wie kann ich mir die Börsenampel vorstellen, also wann springt die da wieder auf grün um? Also es ist tatsächlich so, dass auch Indikatoren mit bei sind, die eben auf der Kursentwicklung beruhen, aber sie sind eher mittel- bis langfristig ausgelegt. Also gerade wenn die Kurse anfangen zu fallen, dann macht man die ersten Verluste noch mit. Und genauso ist es, wenn der Markt dann wieder nach oben dreht, dann muss sich dieser Aufwärtstrend erstmal wieder neu etablieren, bevor die Investitionsquote ansteigt. Also es ist halt eine langfristige Strategie und deswegen ist es eben auch so, dass es ein bisschen dauern kann, bis wir dann mal wieder voll investiert sind. Ja, dann sage ich danke vielmals für das spannende Interview. Ich selber bin auch schon gespannt, wann die Börsenampel jetzt wieder hier auf grün schalten wird und wann der Investitionsgrad dann erhöht wird. Sie zu Hause finden das sehr leicht raus, wenn Sie sich das Wikifolio TSI Trendstärke mit Börsenampel genauer ansehen oder natürlich dann auch unter dem Trader-Profil von Maximilian König. Das finden Sie einfach unter M. König. Das war's von unserer Seite. Auf Wiedersehen.